So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und ich wundere, Ramses steht immer noch da, ne? Und er ist so happy. And you know it, ne? If you know it, clap your hands oder klatscht euch auf den Bauch, so wie ich. Das sieht man immer nicht, man hört das nur hier unten. Kann auch was anderes sein, aber da wollen wir jetzt nicht ins Detail gehen. Auf jeden Fall, wundert euch nicht, dass ich immer noch hier stehe und es sieht immer aus, als hätte ich das alles an einem Tag aufgenommen, die ganzen 1000 Videos immer zu. Aber das, was macht der denn? Aber das ist so, das habe ich auch gemacht, denn in der Abenteuerwoche habe ich nicht so viel Zeit und werde dann versuchen natürlich die kleinen Accounts auf Level 40 zu ziehen, da mitzunehmen, was geht, obwohl ich da gar keine Coins drauf habe und keine Glückseier. Ist also wieder mal organisatorisch richtig doof gemacht, dass ich die alle bei diesem Labras-Tag rausgehauen habe. Aber jetzt hätte man sie gebraucht. Wir wollen trotzdem jetzt ein paar Videos provozieren. Und da habe ich mir überlegt, ich werde heute mal ein Shiny entwickeln, was ich die ganze Zeit noch nicht gemacht habe, wo mir noch der Eintrag fehlt, werde das auch maxen, weil das einfach richtig krass ist und ich da so gehypt drauf bin. Da geben wir hier einfach mal Sichlor ein. Scheiße, Sichlot. Und dann sehen wir hier unten, ist ein Shiny Sichlor. Das sieht ja jetzt nicht so krass aus im Vergleich zu dem anderen. Hier kennt man das wieder nicht so. Ah, jetzt haben wir schon alles verraten. Das ist also ja eigentlich ein normales. Ihr seht, das hat auch grüne Beine. Auch zwischen den Beinen grün. Und das andere hat ja auch so rosane oder rote Aspekte. Dem wurde wahrscheinlich die Haut abgezogen. Was ist das denn überhaupt hier? Wo kommt das denn her? Kann man doch einfach schicken hier. Dann habe ich also ein Shiny Sichlor. Und ihr seht, da unten ist noch ein Schatten. Das habe ich noch nicht entwickelt. Ich habe ja ewig gewartet, weil ich das mit Angelina Vio tauschen wollte. Die hat da extra eins aufgehoben für mich. In der Zwischenzeit habe ich dann aber ein anderes bekommen. Hab mir das also, musste mir das nicht mehr ertauschen, habe mir trotzdem aber ein zweites ertauschen lassen, damit ich eben ein zweites habe, was ich in der normalen Form belasse. Und normal entwickeln wir ja eh immer das höhere, das WP höhere. Das hat nur 499, das andere hat aber mehr. Das hat nämlich 2010 WP und 100%. Und die stehen nicht nur zum Spaß dran, denn die sind so, das wollen wir euch mal hier beweisen. Kannst mit allen aufnehmen, KP-Beste, Angriffklasse, Verteidigungsklasse, Beste, die ich je gesehen habe. Bruder, das wollen wir jetzt entwickeln mit dem Metallmantel. Ich hoffe, da habe ich noch 100 Stück übrig. Wir wollen das einmal, ach, ist immer dieses, ihr müsst das erst ein Stück hochschieben und dann könnt ihr es entwickeln. Das ist ja jetzt neu, damit ihr nicht aus Versehen eine Attacke kauft oder irgendwas. Jetzt entwickeln wir auf jeden Fall das Shiny Sichlor zu Shiny Sherox. Ihr wisst, normalerweise ist das ja so knüppelrot, hier aber nicht, denn das wird auch einfach richtig saftig giftgrün und da freue ich mich besonders drauf. Oh mein Gott, und das sieht so genial aus einfach nur und ich freue mich schon jetzt, meinen ganzen Staub da rein zu buttern. Aber wenn man es schafft, in der Abenteuerwoche die 50 Kilometer voll zu hauen, kriegt man ja wieder 50.000 zurück. Wir drücken hier mal drauf. Richtig genial und wir geben auch mal einen Power-Up. 43 WP bekommt es hinzu, wir geben gleich nochmal eins, gerade kostet es ja auch nur noch 4 Bonbons. Und das werden wir jetzt erstmal pushen und melden uns natürlich zurück, wenn wir noch 2 Pushs brauchen. Die letzten 2 15er Bonbon-Stufen machen wir wieder live mit euch, also bis gleich. So, und da sind wir wieder. Ihr seht, 2958 hat es jetzt schon erreicht und 2 Pushs können wir noch machen. 2979 erreicht es jetzt. Mit 21 dazu kommt es ja genau auf 3000. Gut, es bekommt 22 dazu und geht genau auf 3001 WP. Richtig genial auf jeden Fall. Maximal gepusht. 3001 WP. Wir ändern nochmal die Attacke, denn oh, 71 Lade-TMs, was will man da machen? Wir wollen natürlich Kreuzschere, ein Käfer-Move, das Käfer-Move-Set, 2000 Bonbons noch übrig, 37 Staub, das kann man so machen, das nehmen wir so mit. Jetzt haben wir, gut, das steht jetzt hier nicht dabei, ist ja, heißt ja nicht mehr Sichlor, jetzt haben wir das Normale noch, wir haben das, wir haben das, wir haben eigentlich alles, richtig genial, wir freuen uns auf jeden Fall.
Und mal gucken, ich habe ja sowieso ganz viele Shinies noch in meiner Box, die ich noch nicht entwickelt habe, die ich noch nicht durchentwickelt habe, wo ich ja immer warten wollte, bis ich die Familie habe, bis ich 3 Stück oder so habe, damit ich dann jede Form habe. Und in der Abenteuerwoche werden wir vielleicht jetzt ab und zu zwischendurch mal ein Video machen, wo wir die Shinies durchentwickeln, damit die Sammlung einfach wächst und nicht da 10-mal das gleiche drin rumfliegt. Das war's aber von meiner Seite aus. Habt ihr auch schon ein Shiny Sichlor oder ein Shiny Sherox? Und wie findet ihr das Shiny? Ist das nicht eins der genialsten überhaupt, die es gibt? Das war's aber von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.